So, Hertha-Fans, wir sitzen jetzt hier nach dem Abendessen zusammen mit Maxi Mittelstädt in der Lobby und entspannen. Das hier ist quasi sozusagen der Absacker. Maxi, Zwischenbilanz vom Trainingslager. Jetzt sind wir ungefähr bei der Hälfte. Wie geht's dir? Ja, ich fühle mich müde. Ist aber, denke ich, normal. Ja, wir hatten jetzt eine anstrengende Woche oder auch anstrengende Wochen hinter uns. Ja, das Trainingslager ist natürlich nicht einfach. Wir machen viele Spielformen, ja, viele Sprints, Sprünge. Das geht schon an die Substanz und auch das Spiel gestern liegt natürlich noch in den Knochen. Aber wir wissen, dass uns das natürlich in der Saison dann gut tun wird, da wir dann, denke ich mal, auf jeden Fall fit sein werden. Auch wenn wir jetzt ein bisschen beißen müssen, aber ich denke, das gehört dazu und ja, da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Ja, die Müdigkeit macht sich schon ein bisschen bemerkbar, aber kein Problem. Wie vergleicht sich denn jetzt dieses Trainingslager mit dem ersten? Weil man sagt ja mal, am ersten ist das so ein bisschen so das Fitnesscamp und das hier ist ja mehr so die Taktikschulung. Trotzdem noch so anstrengend? Ja, also ich sag mal so, im ersten Trainingslager haben wir halt vermehrt auch nachmittags Läufe gemacht oder Krafteinheiten und jetzt ist es halt so, dass wir zweimal am Tag fußballerische Einheiten haben, beziehungsweise auch nachmittags ein Spiel. Und ja, trotzdem ist es natürlich anstrengend und ja, man merkt es einfach auch, wenn man zum Beispiel vormittags Sprints macht, dann hat man nachmittags schwere Beine, aber dann steht nachmittags gleich wieder ein Spiel an. Da muss man dann halt durch und trotzdem versuchen natürlich Gas zu geben und auch dem Trainer dann zu zeigen, nicht, dass man müde ist, sondern dass man ja, fit ist und spielen will und ja, dann auch gute Leistungen bringt, damit der Trainer auch weiß, dass du im Spiel dann auch da bist. Und ja, von daher muss man da durch einfach und wir haben auch eine gute medizinische Abteilung hier, die uns da dann auch fit machen wieder und ja, deswegen noch ein paar anstrengende Tage jetzt vor uns, aber da müssen wir halt durch. Genau, wirst gut behandelt von den Jungs da oben, kannst dich schön auf die Liege legen, ein bisschen die Muskeln durchkneten lassen, genau. Wie ist denn das Trainingslager im Allgemeinen? Was ist das Gute am Trainingslager, mit dem Team sicherlich so ein bisschen zu sein und was vermisst du aus Berlin? Ja, also das Gute ist, ja, dass man sich halt voll und ganz nur auf den Fußball hier konzentriert, dass man von außen keine Ablenkung hat und dass man als Team halt auch enger zusammenwächst und sich viel mit den Mitspielern austauscht. Aber ja, vor allem zu Hause vermisst man natürlich auch dann die Familie, die Freundin. Und aber ja, freut man sich dann auch natürlich wieder auf zu Hause. Aber ja, man weiß, dass halt das Trainingslager hier dazugehört und deswegen müssen wir jetzt halt die letzten Tage nochmal Gas geben und ja, dann geht es ja auch langsam auf den Saisonbeginn zu und da müssen wir dann halt topfit sein. Ja, danke. Der Clint hier läuft hier vorbei, der hat sich gut geduckt vor dem Interview hier vorhin. Ja, völlig von der Rolle dieser Junge, aber kann man nichts machen, ne? Ja, nee, wir wissen halt, dass es jetzt auf den Saisonstart hinzugeht und ja, da müssen wir topfit sein und alles geben, dass wir einen guten Saisonstart haben. Ja, ist das auch die Motivation? Also habt ihr das so richtig? Clint, die steht immer noch im Fahrstuhl. Können wir da mal rübergehen kurz? Immer diese Kölner, oder? Was soll man dazu sagen? Da fehlen mir die Wörter, ja. Also. Ja, also die Stimmung ist auf jeden Fall gut, man merkt es in der Truppe. Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die wir gesehen habt und die ihr hoffentlich auch zu Hause gesehen habt. Das Team hält wirklich zusammen. Was ich eben noch fragen wollte, habt ihr wirklich dieses, also ist das so richtig das klare Ziel vor Augen, dass es jetzt bald wieder losgeht mit dem Pokal? Arbeitet man darauf sozusagen hin oder arbeitet ihr für euch selber, um generell einfach Fitnesslevel zu erreichen? Wo ist da quasi das Ziel, das ihr erreichen wollt? Natürlich wollen wir als jeder einzelne Spieler, dass wir auch fit in die Saison kommen, vor allem auch verletzungsfrei durch die Saison gehen. Aber wir wissen jetzt, dass der Teamerfolg da natürlich an erster Stelle steht und dass wir einfach einen guten Start hinlegen wollen, um dann auch mit einem guten Gefühl durch die Saison zu gehen. Weil wir wissen, wenn der Start gut wird, ja, dann hat man erstmal positive Energie, die wir dann einfach in die weitere Saison umsetzen können. Und wenn man ja nicht so gut startet, dann ist es natürlich schwieriger, uns ja, positiv an die nächsten Spiele dann ranzugehen. Von daher wollen wir einfach jetzt vor allem im Pokal dann das erste Spiel gleich gewinnen und auch gegen Nürnberg. Da wollen wir natürlich auch ja, Gas geben und einfach zeigen, dass wir das auch mit uns zu rechnen ist. Und ich denke, dass wir da auch ja, gute Voraussetzungen haben, wir uns jetzt gut darauf vorbereiten und dann auch, wenn es soweit ist, einfach ja, ein gutes Spiel abliefern werden.
Du bist bestimmt auch richtig heiß, auch wirklich mit Schwung in die Saison zu gehen, gerade auch mit eurem System. Du auf links außen, da brennst du natürlich voll drauf. Ja, natürlich. Also ich brenne immer. Ich will immer, immer gar nicht. Maxi ist immer heiß. Immer on fire. Wir wissen halt, egal wer spielt, jeder muss 100% geben. Und es gibt keine einfachen Spiele. Jedes Spiel muss man ans absolute Limit gehen, um erfolgreich zu sein. Und das wissen wir. Und jeder Spieler wird da gebraucht. Und da ist jetzt egal, ob ich das bin oder jemand anderes, sondern wichtig ist, dass wir als Team jetzt erstmal gut in die Saison starten und ja, vor allem Gas geben und ja, einen guten Start hinlegen. Und wir freuen uns alle auf den Start in die neue Saison. Bald ist es geschafft. Die Hälfte vom Trainingslager haben wir hinter uns. Und dann geht's bald wieder los.